So, dann kommen wir mal zum zweiten Teil, und zwar zu dem Teil, dass wir das Essen auch zubereiten müssen. Ihr seht jetzt, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Es gibt nahezu eine unglaubliche Vielfalt von Möglichkeiten, das Essen zuzubereiten. Anfangen möchte ich mal hier mit der Flasche hier, das ist 2,8 Kilo Flasche mit Gas, mit Butan, Propan Gas, das ist eine GAZ, also GAZ Flasche. Die dürfte, denke ich mal, sehr lange halten. Da gibt es dann auch so Kocher, sogar zwei Flammenkocher dazu. Ich habe einen uralten, der ist schon älter wie ich. Den habe ich von meinem Vater bekommen und funktioniert immer noch tadellos. Mit dem könnt ihr zum einen euer Essen warm machen und zum anderen sogar eure Stube aufheizen in einem gewissen Maße. Ja, das liegt natürlich immer daran oder hängt davon ab, findet diese Krise im Sommer oder im Winter statt. Natürlich. Solange ihr einen Elektroherd habt oder solange ihr noch Strom habt, gehen wir mal davon aus, oder das reden wir mal davon, da macht ihr natürlich euer Essen am Herd warm. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, der Strom ist weg, dann kommt natürlich das zum Tragen. Denn was nützt euch euer ganzes Essen, wenn ihr, wie wir vorher schon gesagt haben, auch beim Brotbacken oder so, wenn ihr keinen Strom nicht habt. Und wie gesagt, da kommt dann eben diese Möglichkeit zum Tragen. Und wie gesagt, hier haben wir einmal Gas, dann haben wir hier Spiritus, Brennspiritus. Diese Flasche hier ist eine Sicherheitsflasche, da wird der Brennspiritus umgefüllt. Und dann könnt ihr das besser dosieren. Bei so einer normalen Flasche kann das leicht einmal rausschwappen. Hier wird einfach aufgedreht. Und dann mit diesem Dosierventil könnt ihr dann so leicht rauskippen und dann mit ganz vorsichtig dosieren, wie viel von dem Spiritus ihr haben wollt. Dazu ist dann hier dieser kleine Spirituskocher. Der macht je nach Temperaturlage außen und je nach Kochgefäß, macht er natürlich auch gut warm. Es muss ich allerdings sagen, eher geeignet für eine Person, als jetzt für eine Familie. Ja, man muss natürlich auch mal schauen, will ich eine Familie versorgen oder nur einzelne Personen. Bei mir ist es natürlich immer auf mich alleine gemünzt. Dann habe ich hier auch nochmal einen Gaskocher. Den gibt es natürlich dann mit verschiedenen großen Propanflaschen oder ja, Dosen, kann man eigentlich sagen. Dann haben wir hier drunter, kann ich mal auf Seite stellen, haben wir einen anderen Kocher, das ist auch ein Gaskocher, der ist sogar ganz toll, da kann man schön einen Topf draufstellen und geladen wird er, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das gleich so aufkriege, muss ich mir selber schnell schauen. Also da ist auf jeden Fall die Kartusche drin. Muss ich selber nochmal schauen, wie das Ding aufgeht. Habe es nicht schon länger nicht aufgehabt. So, genau. So, dann hat man hier so ein Fach. Und hier kommt dann quasi diese Gasflasche rein. Und ja, mit der kann man dann auch ziemlich lang kochen. Und das machen viele Leute, die Camping machen, haben so einen Kocher dabei, der ist gar nicht mal so teuer. Dann haben wir hier Brennpaste. Ja, das ist auch mehr so Notbehelf. Da braucht man dann auch wieder, ja, oder wäre es gut, wenn man dann ein Gestell hat, wo man das reinstellen kann. Und ja, um dann, wie gesagt, zu kochen. Ganz vorne haben wir unseren Esbit, den dürfte jeder kennen. Das muss ich zur Seite, dass ich wieder besser hinkomme.
Den dürfte jeder kennen, den S-Bit-Kocher. Das ist so ein Teil, wie halt bei der Bundeswehr dann auch verwendet wird. Ja, da habe ich dann meinen Kocher, da habe ich die Würfel drin und auf den Kocher selber kann ich ja dann meinen Topf draufstellen oder meine Tasse oder was immer ich dann da habe. So, hier habe ich noch einen Nährstoffbrenner. Da kann man Spiritus und Benzin und alles Mögliche verschüren. Dann habe ich hier einen Hoboofen. Ja, da kann man Holz verschüren oder Kohle oder halt Festbrennstoffe. Allerdings muss man bei all diesen Dingen daran denken, sie sind nur bedingt in der Wohnung zu gebrauchen. Bei Gas und bei Spiritus ja, wobei man auch darauf achten muss, dass genügend Sauerstoff dazukommt. Bei so einem Hobo-Kocher auf keinen Fall. Da rußt euch die Bude zu. Also das könnt ihr in der Wohnung vergessen. Das geht dann vielleicht, sage ich jetzt mal, im allerhöchsten Notfall noch auf dem Balkon. Aber selbst da würde ich es nicht unbedingt machen. Was es noch gibt, das ist eben auch von der Firma S-Bit. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Das ist so ein Grill. Als Beispiel nur. Und mit diesem Grill, ja, der hat dasselbe Prinzip wie dieser kleine S-Bit-Kocher, auch vom Ausklappen her. Und auch auf so einem Grill kann man sich sein Essen warm machen. Ja, das sind jetzt mal die Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich einen ganz normalen Grill nehmen. Wie gesagt, wenn ihr ein Häuschen habt, habt ihr ganz andere Möglichkeiten. Wie ein Mensch, der nur eine Wohnung hat, einer, der einen Balkon hat, hat natürlich auch wieder andere Möglichkeiten wie einer, der keinen Balkon hat. Also das ist natürlich auch darauf zu achten. Aber wie gesagt, auch an diese Möglichkeiten oder an diese Sachen soll auf jeden Fall gedacht werden. Ich muss dazu noch sagen, das Ding muss man umdrehen. Also vergessen zu sagen. So, gehört es richtig. Weil sonst liegt ja der Topf da unten auf und dann geht das Feuer aus. Auch an diese Möglichkeiten, an die Möglichkeit der Speisenerwärmung muss auch gedacht werden. Denn sonst hockt ihr vor eurem Dosenfutter und könnt es dann kalt löffeln. Und oder wenn ihr Kaffee kochen wollt oder sonst was, gibt es ja trotz allem die Möglichkeit, aber dann hockt ihr vor dem kalten Wasser. Ja, und das ist dann natürlich in einer Krisensituation nicht so prickelnd. Wo man auch dran denken sollte, sind auch bei einer Krise natürlich auch Gewürze, Salz und so weiter. Aber naja, gut, ich weiß nicht, ob man da vorher dran denkt, aber ja, man sollte da dran denken. Ja, das sollte jetzt mal eine kleiner Rundumblick sein, nur ein kleines Ding, was man alles so zum Kochen verwenden kann. Und wie gesagt, wenn man zu Hause bleiben kann und nicht weg muss, sind natürlich solche großen Flaschen besser geeignet, als wenn man dann mit so einem kleinen Kocher daherkommt. Die Dosen oder diese Dosen sind nicht besonders teuer. Aber umgerechnet ist natürlich so eine große Flasche um einiges billiger. Die kostet, glaube ich, so um die 30 Euro oder was, die Füllung. Und so eine kleine Ding kostet, glaube ich, so um die 5 Euro. Ich weiß es gleich gar nicht mehr genau, aber ich möchte jetzt da nicht lügen. Das könnt ihr ja selber recherchieren. Ja, soweit eigentlich jetzt die Sache mit dem Erwärmen der Speisen. Da oben, muss ich dazu noch sagen, kann man auch einen Erhitzer, also so eine Heizung drauf machen. Da könnt ihr euch euer Zimmer auch erwärmen. Allerdings solltet ihr immer dran denken, sparsam damit umzugehen und dann immer nur ein Zimmer warm halten. Gut, das war jetzt die Nummer 2. Jetzt kommen wir dann zur Nummer 3.